So Leute, herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Wir werden uns, meine Maus ist im Weg und außerdem kann ich mich nicht bewegen. So, wir werden jetzt zurück in Engelsfälle gehen. Ich glaube, es war richtig. Und, Moment, vielleicht sind die ja... Wir haben auf jeden Fall Hilda im letzten Part gerettet, die aus dem Steinsbruck, wie auch immer es heißt, keine Ahnung, kam und dann ein Hexagon irgendwie von dem... Ja, das ist Herberts Haus. Aber ganz einfach der Beste, der perfekte Gastgeber. Ich scheint meinen Vater gekannt zu haben. Oh, dann müsste die Hilda sein. Ich hätte mich schon Sorgen gemacht, als ich hörte, dass eine Frau namens Hilda auf ihrem Weg hierher verschwunden sei. Ja, das bin ich. Du hast dir Sorgen gemacht? Nett! Und an meinem Namen erinnerst du dich auch? Dabei warst du noch so klein. Also, wo ist denn der gute alte Herbert? Tja, ich hatte mich schon gedacht, dass ihr gekommen seid, um ihn zu sehen. Aber er ist leider von uns gegangen. Vor 2 Jahren. Was? Von uns gegangen? Du meinst, er sei gestorben? Leider ja. Oh, das mag ich ja gar nicht glauben. Dann ist der Herr der Herbergen, also... Aber was wird denn jetzt aus meiner guten alten Herberge? Wenn Herbert nicht mehr lebt, führst du die Bude also ganz allein, oder? Tja, stimmt. Nicht allzu groß, dafür aber umso gemütlicher. Die Leute fühlen sich ja wahrscheinlich wohler als zu Hause. Sehr freundlich. Ich versuche das Andenken meines Vaters zu ehren und führe die Herberge in seinem Sinne weiter. Hey, nichts anderes hätte ich auch von der Tochter des Herrn der Herbergen erwartet, Süßo. Aber was heißt denn eigentlich Herr der Herbergen? Hey, du hättest nicht zufällig Lust, eine Herberge in Steinsbruck zu führen, oder? Wie bitte? Wow, scheiße. Volles fette Angebot und so. Damals, als mein Vater noch in Steinsbruck war, haben ihn die Leute also den Herrn der Herbergen genannt. Aber ganz genau, Süße, denn er war der Beste von allen. Der Aufsteiger unter den Absteigen. Er war damals noch ein junger Mann, aber er hat seinen eigenen Herbergen aufgebaut, alle seine Konkurrenten übertroffen. Oh, und? Wirklich? Das kann ich mir gar nicht von ihm vorstellen. Er kam mir nie sehr abenteuerlustig vor. Er schien glücklich damit, eine kleine Herberge zu führen und mit mir hier zu leben. Ja, das ist ja das Komische. Warum hat sich Herbert bloß in ein so kleines Café dieses hier zurückgezogen? Aber es ist Schnee von gestern. Auf jeden Fall steckt seine alte Herberge in Steinsbruck jetzt in große Schwierigkeiten. Wir hätten immer gehofft, dass der Herr der Herbergen zurückkommen und den Laden wieder in Schwung bringen würde. Ist ja nicht zu glauben, dass er schon vor 2 Jahren gestorben ist. Tut mir so leid, Süße. Schon gut. Tut mir auch leid, dass ihr den ganzen Weg hierher umsonst gekommen seid. Eigentlich musst du dich dafür echt nicht entschuldigen, ne? Also, das ist schon... ich hoffe, es ist dir klar. Das macht gar nichts. Dafür durfte ich dich ja wiedersehen. Also, kommst du mit mir zurück nach Steinsbruck? Tja, das ist, glaube ich, unmöglich. Ich habe hier schließlich alle Hände voll zu tun. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass mein Vater eine Würzlegende war. Würzlegende, achso. Nicht vorstellen? Das sind eisenharte Fakten, Süße. Und ich sehe genau, dass du ganz nach ihm kommst. Ich habe nämlich ein Gespür für Talente. Ui, oje. Jetzt ist es aber spät geworden. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Bitte entschuldigt mich. Und bitte versteht, ich kann nicht mit nach Steinsbruck kommen. Also versucht nicht, mich zu überreden. Doch, mach weiter, bitte, bitte. Ihre große Chance, das sehe ich schon vor mir. Du bist aber hartnäckig, wie? Keine Sorge, Süße. Du wirst schon bald anders denken. Irgendwie passt sie gar nicht durch die Tür durch. Sie ist ein bisschen zu groß, aber okay. Hi. Hey, wusste ich's doch, dass ich euch kenne. Ihr seid das Mädchen, das mich in den Ruinen gerettet hat, oder? Danke, dass du dich an mich erinnerst. Vielen Dank nochmal. Aber sag mal, Süße, könntet ihr mich nicht nach einem Gefallen tun und mit Hector sprechen? Ach, könnt ihr mir nicht noch ein... Oh. Seid viel zu viel Talent, um hier zu bleiben. Es wäre eine große Chance für sie. Ja, ich weiß, ich werde sie schon überreden. Das klappt schon. Das kriege ich eben... Ja, irgendwie kriegt das in Markus. Oscar. Oh Mann. Ich habe gerade Tekla getroffen. Sie hat sich wirklich seltsam besonnen. Besonnen geht auch. Ich frage mich, was mit ihr los ist. Was? Diese Hilda will sie abwerben? Abwerben, Alter. Aber Tekla würde doch niemals hier weggehen und in Steinsbruck leben wollen. Das weiß man nicht. Tschüssi, Marco. Oscar. Okay, ich weiß nicht, warum ich ihn immer Markus nenne. Es kommt wahrscheinlich wegen den wilden Kerlen. Da heißt der Blonde doch auch Markus. Und er sieht genauso aus. Nur halt... Oh, hi, Geist. Na! Ah!
Mann, habt ihr mich erschreckt. Macht das nicht normal, hört ihr? Moment mal, ihr könnt mich sehen, aber ich bin doch tot. Schon im Hexagon hatte ich das Gefühl, dass ihr mich sehen konntet. Ihr habt wirklich bemerkenswerte Fähigkeiten. Oh, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Teklas Vater, Herbert. Nach meinem plötzlichen Tod vor 2 Jahren ist es mir leider noch nicht gelungen, das Reich des Sterblichen zu verlassen. Und wer seid ihr? Ah, Ness? Ist das wirklich wahr? Aber Ness, ist das nicht? Seid ihr etwa die Hüterin des Dorfes? Hey, einen Moment mal! Aua! Hey, du stehst mir im Weg, verflippt! Auch wenn ich dürr wie eine Erbsenstange bin, ein wenig Manövrierraum brauche ich. Mann, egal, ist schon vergeblich und vergessen. Also, alter Mann, was hast du da gerade für einen Schwachfug erzählt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast doch was von Himmlischen gesagt, aber diese komische Bahn passt da wohl nicht ins Gemälde, oder? Kein Glorienschein und keine Flügeln. Das ist doch wohl das Mindeste, was man von einer Himmlischen erwarten darf, oder? Glorien, sorry. Da könntest du recht haben. Aber wer oder was bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ha, das willst du wohl gern wissen, wie? Nun gut, dann stelle ich mich eben vor. Also, ich bin Stella, die staunenswerte Steuerfrau des himmelsstürmenden Sternexpress. Tada! Aha. Und jetzt bist du daran, dran. Also, halt mit der Wahrheit nicht hinter den ich kann heute nicht reden. Okay, ganz langsam. Also, halt mit der Wahrheit nicht hinter den Hügel und sag uns, wer du wirklich bist. Du siehst aus wie eine Sterbliche. Warum kannst du denn den Sternexpress und Geister wie den Keller sehen? Es tut mir so leid, ich verspreche mich so oft. Verstehe. Dann bist du also während des Erdbebens zum Observatorium runtergestürzt? Und dann bist du ohne Glorienschein und Flügel in diesem Dorf wieder zu dir gekommen? Klingt nach meinem Geschmack ein bisschen wie Seemannszwirn. Du kannst Geister und so sehen, hast aber deinen Glorienschein und die Flügel verloren. Das passt doch nicht zusammen. Ah, jetzt hab ich's. Um zu beweisen, dass du eine Himmlische bist, könntest du eine Seele in den Himmel schicken. Du hast ja nichts zu verlieren und dieser Kerl hier scheint ja nur einen Schubs in die richtige Richtung zu benötigen. Moment mal, sprecht ihr von mir? Also so schlecht geht es mir hier gar nicht. Lasst mich raten, ihr seid nur deshalb ein Geist, weil euch noch ein paar dringende Dinge auf den Nagellack brennen, ja? Nagellack, hahaha. also gut, dann hilf diesem Spukopa hier sein Geschäft zu verrichten und schick ihn dann auf die Reise. Dann kaufe ich dir auch ab, dass du eine Himmlische bist und nehme dich mit dem Sternexpress zum Observatorium mit. Ich dachte eben, sie kauft mir ein Eis, aber dann halt nicht. Das ist doch wohl nur fair. Fair, oder? Also bleibe ich so lange bei dir, bis der Job erledigt ist. Yay, ich habe Stella bei mir. Ach ja, und ich sollte dich vielleicht noch warnen, dass ich mir eifrig Notizen machen werde, wenn wir zusammen auf Axel sind. Drück einfach den X-Knopf und wähle dann Kampfarchiv und drücke Select. Ich habe ja Gelegenheit mal da rein. Ach was, du musst da einfach reingucken, sonst steige ich dir gewaltig auf den Dachboden. Wie die auch labert, eine irre Wortwahl. Yay, schön, das freut mich doch. Das freut mich doch, das freut mich doch. Hallo, danke. Ich hätte mal trinken sollen. Wie war das nochmal? Attribute, ne? Von Ness. Ich werde es auf Schwert skillen. Kann ich das irgendwie machen? Hallo, ich möchte irgendwie... Nein, das, okay, das kann ich wohl nicht machen. Wie geht das nochmal? Verschiedenes? Talentpunkte. Ness, genau. So, wir werden es nämlich auf Schwert skillen. Ja, schön. Ist mir egal. Schwertkämpferin. Hiermit wurde Ness für die Erlangung des Schwertzertifikats der Klasse 1 ausgezeichnet. Ness erhält die außergewöhnliche Auszeichnung Schwertkämpferin. Über das Kämpferschief-Menü kann jetzt der Bildschirm erhaltene Auszeichnung aufgerufen werden. Yay, so eine Freude aber auch. Schön. Schön, schön. Hallo. Das alles finde ich immer noch verwirrend. Aber natürlich weiß ich, eure Hilfe zu würdigen. Ich würde schätzen sagen. Ich frage mich, welche Angelegenheiten mich davon abhalten, in den Himmel kommen zu dürfen. Was könnte das sein? Vielleicht hat das mit diesem Ding zu tun, das ich hinter der Herberge vergraben habe. Ich wusste doch, irgendwas war da noch. Ich wusste es. Da war irgendwas. Ha! Und jetzt werden wir ganz schnell hingehen. Und wir haben, Moment, wir kaufen ihr ganz schnell ein Schwert. Es wäre ja dumm, wenn ich auf Schwertskille und einen Fächer habe. Hallo! Kaufen, bitte! Ja, ich möchte wieder ein ganz... Nein, Heil... Obwohl, wir brauchen doch Heilkräuter, brauchen wir. Ja. Ja. Ja, Beutel. Ja, 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 ich nehme das Soldatenschwert, bitte. Ja, eins. Ja, ja. Ja, das macht dann genau. Ja, Ja, bitte. Yay!
Nein, nein, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Alles gut, ich fühle mich... Oh, Freudenfrost können wir auch mal wieder machen. Wartet. Yay! Einfach so, weil ich es kann. Ich finde es einfach niedlich, wenn sie mit dem Fuß so hoch geht. Okay. Hass. Das habe ich jetzt nicht gesagt und ich entschuldige mich dafür, dass ich sehr viele Versprecher reinbaue. Oh, guck mal, ein Busch. Unter einem Busch scheint ein fester Gegenstand vergraben zu sein. Ness fängt an zu graben, wie ein Hund. Oder wie bei Sims. Sie entdeckt eine glänzende Goldtrophäe. Darauf steht vom SKH König Bartos verliehen an Herbert für herausragende Herbergsleistungen. Ness erhält einen Herbie. Ich möchte auch gerne einen Herbie haben. Wie bekommt man den? Oh mein Gott. Du. Cool. Hallo Markus, du stehst wohl ewig rum und wartest auf Tekla. Du bist so ein kleiner Stalker. Ich glaube nicht, dass sie mit dir zusammenkommt. Nicht. Nee. So, und zu ihm zurück. Hallo Herbert. Klar, die Trophäe. Ach du meine Güte, das ist ja wirklich lange her. Ich habe sie ja versteckt, als ich nach Engelsfelde zurückgekehrt bin. Ich wollte nicht, dass Tekla davon erfährt. Und ich wollte nicht für den Rest meines Lebens an Stinsburg erinnert werden. Hä, warum denn nicht? Was ist daran so schlimm? Ja, Moment, ich zeig's mal Tekla. Vielleicht hilft das ja. Hi, Opi, ich geh mal deine Tochter besuchen. Ich meine deine Enkelin. Hallo. Was gibt's denn, Ness? Was für eine Trophäe habt ihr denn da? Ein Herbie, nur für dich. Boah, die ist voll fett, bestimmt voll schwer. Ness gibt Tekla den Herbie. Für herausragende Herbergsleute vom König von Stinsbruck an meinem Vater? Das ist kaum zu fassen. Dann stimmt Hildas Geschichte ja. Aber ich kapiere das nicht. Wieso hat Vater alles aufgegeben, um sich in diesem Café Engelsfälle niederzulegen? Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich muss was trinken. Moment. Vielleicht könnte ich ja etwas zur Aufklärung beitragen. Oh, Opi ist da. Opa? Ich musste Herbert versprechen, dass es ein Geheimnis bleibt. Aber nach all den Jahren ist das jetzt wohl auch egal. Liebe Tekla, kannst du dich noch daran erinnern, wie krank du als Kind immer warst? Bei deiner armen Mutter war es auch so. Normalerweise wärst du immer kränker geworden, je älter du geworden wärst. Und irgendwann wärst du gestorben. Dieses Schicksal hat auch deine Mutter von jungen Jahren ereilt. Aber ich bin kerngesund. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, krank gewesen zu sein. Und das kommt davon, dass du mit dem besonderen Wasser der Wasserfälle dieses Dorfes aufgewachsen bist. Das Wasser von Engelsfälle ist berühmt für seine gesunde und heilende Wirkung. Du meinst also, dass Papa meinetwegen seine Herberge in Stinsburg aufgegeben hat und hierher gezogen ist? Ganz genau. Seine Tochter zu retten war ihm wichtiger als seine Ambitionen. Aber das ist ja furchtbar. Ich stand also den Träumen meines Vaters im Weg. Er wusste, dass du so denken würdest. Und darum sollte es ein Geheimnis bleiben. Und jetzt bist du alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Ja, jetzt weiß ich zumindest, warum er manchmal diesen wehmütigen Blick hatte. Oh, das muss echt schrecklich für sie sein, ne? Jetzt wird mir alles klar. Er hat es nur für mich getan. Tja, Ness, sieht so aus, als würde ich nach Stinsburg gehen. Ja, tschüss, ne? Ich weiß nicht, ob ich Hilde eine große Hilfe sein kann, aber ich muss es zumindest mal versuchen. Dieses ganze Vorlesen liegt mir einfach nicht. Warum mache ich dieses Projekt? Warum tue ich das? Ja, Obi, hast du noch irgendwas? Oh, hi. Irgendwie sieht so aus wie der andere auch. Bist du da, Opi-Lein? Ja, bin ich. Und ich habe alles gehört. Ich kann gar nicht glauben, dass Tekla sozusagen mein Erbe antritt. Sie ist wirklich erwachsen geworden. Jetzt bereue ich nichts mehr. Ich weiß, dass sie es schaffen wird. Ich muss nicht mehr auf sie aufpassen. Tschüssi. Und jetzt kann ich wohl endlich von hier fortgehen. Ich danke euch vielmals, ehrenwerte Hüterin. Habe ich gerne gemacht. Tschüssi. Wir sehen uns irgendwann woanders vielleicht. Kann ich eigentlich auch sterben? Wäre lustig. Nein, was nicht. Und weg ist er. Du hast es wirklich geschafft. Jetzt habe ich keinen Zweifel mehr daran, dass du eine Himmlische bist. Naja, versprochen ist versprochen. Ich werde dich mit zurück zum Observatorium nehmen. Heute ist dein Glückstag. Oh, sie sieht echt aus wie so eine, ich weiß nicht. Immer sachte mit den jungen Eseln. Eseln. Solltest du nicht diesen Benefizit in Beschlag nehmen? Du kannst es doch verflucht nochmal sehen, oder? Sag bloß, du kannst keine Benefizitkristalle mehr sehen. Jetzt bin ich verwirrt. Bist du eine echte Himmlische oder bindest du mir einen Biber auf? Ich bin so verwirrt, weil sie so komische Sachen labert. Ein paar Tage später sind die Felsen fortgeräumt und der Bergpass ist wieder passierbar. Für Tekla kommt nun die Zeit, nach Stinsburg aufzubrechen. Adieu, mit dem Taschentuch.
Oh, Mark, Oscar, Oscar, der Arme. Ich werde dich vermissen, Opa. Du passt bitte gut auf dich auf, ja? Und du auf dich. Er hat irgendwie immer noch keinen Namen, fällt mir auf. Es ist nicht einfach, in einer neuen Stadt von vorne anzufangen. Also arbeite nicht zu viel. Ich weiß, dass ihr euch um euer kleines Mädchen sorgt. Aber ihr könnt beruhigt sein, denn ich werde auf sie aufpassen. Ist sie nicht irgendwie die Mutter, weil die haben die gleiche Haarfarbe und ich weiß nicht. Sehr freundlich von euch, Hilda, dass ihr mich alten Mann beruhigen möchtet. Ah. Oscar, kann ich dich mal sprechen? Was willst du denn besprechen? Du gehst fort, also kann ich dir doch egal sein. Ich wollte nur fragen, ob du vielleicht die Herberge für mich übernehmen willst. Ich bringe es nicht fertig, sie zu schließen. Aber du wirst sie doch weiterführen, oder? Kann ich mich auf dich verlassen? Geht in Ordnung. Aber nur, damit ich eine Arbeit habe und mich mein Vater endlich in Ruhe lässt. Also nicht deinetwegen. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass ich so Erfolg haben werde, dass ich dich in Stinsburg übertreffe. Dann also viel Glück. Aber ich werde sicher nicht zulassen, dass du mich übertrumpfst. Übertrumpfst? Nicht? Dann liegen wir jetzt wohl im Wettstreit. Les, ich kann dich gar nicht genug danken. Es war wirklich unglaublich, wie ihr die Trophäe meines Vaters gefunden habt. Es war auch unglaublich, wie ihr Hilda gerettet habt. Nein, es war einfach unglaublich, wie ihr die Trophäe gefunden habt. Applaus. Ist ja gerade so ein Rätsel. Würde mich nicht wundern, wenn ihr tatsächlich die Hüterin unseres Dorfes wärt. Hahaha, lustig. Hahaha, ich und meine wilde Fantasie. Aber ich denke, ihr werdet jetzt in eure Heimatstadt zurückkehren, oder? Wenn ihr dabei durch Stinsburg kommen solltet, müsst ihr mich unbedingt mal besuchen, ja? Was ist denn bitte meine Heimatstadt? Aber ich muss jetzt wirklich los. Auf Wiedersehen, liebe Leute, und danke für alles. Nicht mal eine Umarmung, nicht mal irgendwas. Oh, der arme Oscar. Oh, er ist ganz allein. Oh Mann. Und wir müssen jetzt auch langsam die Hufe schwenken. Du weißt doch wohl noch, wo der Stellingspass ist, oder? Ja. Scheint nicht so verflippt selbstzufrieden rein. Kann man ja wohl auch kaum vergessen, oder? Also auf zum Pass. Meine Güte. Ich muss noch ein paar Sachen kaufen, ey, dieses Vibe, ne? Die regt mich jetzt schon auf. Ich weiß, ich kann gar nicht so hoch sprechen. Es liegt mir einfach nicht so hoch zu sprechen. Ja, ich kann das nicht mal, wirklich. Ich kann das nicht. Ich bin weiblich, aber ich kann nicht hoch sprechen. Das ist echt... Ja. Ja. Bitte. Danke. Wow, du hast meinen Namen. Moment. Reisegewand. Oh, Lederharnisch. Ja, das kaufe ich. Ja. 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 Gibt's noch irgendwas? Ich will jetzt irgendwas kaufen. Für Männer. Sandalen, Lederschuhe brauche ich bitte. Nein, das war's. Das war's. Ich bin jetzt, ich sehe es richtig heiß aus, wollte ich mal so erwähnen. Ich sehe ja mega heiß aus. Oh Gott. Oh mein Gott. Tschüss, Leute. Ich werde es abhauen und euch, glaube ich, nie wieder besuchen oder vielleicht doch. Also mal sehen. Ja, mal gucken, ob mir jemand... Nee, ich darf einfach so rausgehen, das finde ich schön. Ich meine, ich bin ja auch schon öfters draußen gewesen in dieser gefährlichen Welt mit vielen Schleim und Flederkuh, nein, wie heißen die mal? Doch, Flederkuh, nein, wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht mehr, diese komische Kühe da. Genau dich meine ich, genau dich, der mit mir kämpfen möchte, aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock drauf. Okay, das war jetzt wirklich ungewollt, das wollte ich echt nicht tun. Aber diese Hose sieht irgendwie lustig aus, als ob ich so wirklich fette Beine hätte, die so geriffelt sind. Bäm! Und wir machen 16 Schaden. Das ist cool. Das ist echt cool. Aber wir kriegen so wenig Erfahrung, ich glaub's nicht. Da-da-da-da. Hallo, ich möchte eigentlich nur dran vorbei. Bitte lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich wollte eigentlich, genau, hier hoch. Du-du-du-du-du. Da. Gibt's hier so einen gefährlichen Schütz? Dich wollte ich kurz. Ein Zerschmetterling. Doch, war richtig. Eine saure Gurke. Und jetzt, ja, ich möchte erst mit einem Zerschmetterling töten. Wenn ich es mit einmal... Ja, mit einmal kriege ich die alle down. Das ist... Und bei mir viel... Oh, nimm keinen Schaden. Also, das ist echt hart, ne? Meine Güte. Und eigentlich habe ich gleich mal erwähnt, dass er mal aufgespießt wird, ne? Da. Hi, Sandsack. Tschüssi. Wieder auf die Fresse fliegt. Eigentlich voll süß, ne? Ist eigentlich echt voll niedlich. Oh meine Güte, warum bin ich so blöd? Ich weiß es nicht. Da ist der Sternexpress. Hallo. Klopf, klopf. Wer ist da? Kurz was trinken, Moment. Da wären wir. Alle einsteigen, bitte. Oh, sie kann es öffnen, wie schön. Oh Gott. Verspreche mich immer, weil mein Mund so trocken ist. Sieht echt wunderschön aus, muss ich ehrlich gestehen.
Das ist also der Sternexpress. Und? Was meinst du? Ziemlich schick, oder? Da fehlt ein bisschen das Pinke, weil es deiner ist. Ich würde ihn gerne noch etwas aufpeppen. Dick ist doch ein bisschen langweilig, meinst du nicht? Ey, die lesen alle meine Gedanken, ich glaub's nicht. Ich dachte, ein rosa Glitzerstein mit Goldfassung. Das wäre doch wirklich phänomenal. Was meinst du? Ja. Hast du aber kein Interesse an menschlichen Einrichtungsideen? Du willst wohl einfach nur los, oder? Also gut, dann lass uns nicht länger rumlungern. Ich selbst will auch möglichst schnell zum Observatorium zurück, um zu sehen, was da so los ist. Ich kann nicht reden, nie, ey. Also dann, und Abflug! Bäm! Oh, verflippt. Wir haben ein Problem. Ich dachte, mit einer himmlischen an Bord müsste er fliegen. Was da wohl los ist? Hey, aber du konntest vorhin ja auch nicht diesen Benefizit sehen, obwohl du eine himmlische bist, oder? Das ist also das Problem. Ich meine, es ist ja schon kaum zu glauben, dass himmlische ihre Glorienscheine und Flüge immer so verlieren können, oder ja? Ha, den Ehrlichen fressen die Hunde. Aber wir sollten uns beeilen. Da oben ist einiges los und der Allmächtige ist sicher nicht erfreut, wenn wir hier rumgammeln. Also, wollte ich eigentlich sagen, hallo, Mächtiger, Allmächtiger, hört ihr mich? Wir haben hier ein verflipptes Problem. Könntet ihr uns vielleicht mal helfen? Komisch, vielleicht ist er zu beschäftigt, um uns zu bemerken. Also gut, Ness, dann gehen wir so vor. Wir folgen der Straße bis zu diesem Stinsbruck. Dort helfen mir jede Menge Leute und verdienen so einen Haufen Benefizit. Der Allmächtige wird ganz schön Augen machen. Ha, was machst du denn für ein Gesicht? Der zündende Funke ist bei dir wohl nicht übergesprungen? Tja, Pech gehabt. Ich hatte so beschlossen. Also, was hast du gemacht? Los, pack deine 6 Sachen. Sie ist echt komisch drauf. Okay, gibt's hier irgendwas zum Sammeln oder so? Ja, hallo. Das betätigt einfach irgendeinen Schalter. Und nichts passiert. Glück gehabt. Ja, dann gehen wir wohl wieder raus, ne? Sehr schade, sehr schade. Ich dachte, wir können jetzt voll hier abgehen. Aber wohl irgendwie nicht. Okay. So, das hier ist, genau, wir müssen einfach hier lang gehen. Können wir auch schon irgendwo hin. Nämlich nach Stinsbruck, glaube ich. Hi, wer bist du denn? Hast du einen Hammer? Bist du bestimmt so ein Hammerbruder? Ha! Ja, das war lustig, ich weiß. Ein Hämmerling nähert sich. Oha! Das ist ja krass. Aber wie süß war das denn? Er ist voll hingefallen. Auf seinen Hintern. Auf sein Pöpöchen. Ist besiegt. Erfahrung. Und erreicht Stufe 8. Oh, wir sind so krass. Knirsch. Was ist denn mit der Knirsch? Was ist denn eigentlich Geschmeidigkeit? Feuriges Solo? Moment. Was ist feuriges Solo? Also das machen wir ein Schwert, damit wir das lernen. Was ist denn Schild? Blockenspiel, Chance. Warum kann ich gerade kein Deutsch? Ich lasse es einfach so stehen. Ja. Nissangriff steigt um 10. Das ist schön. Fähige Fechterin. Yay. Oh. Mich regt das selber auf. Genauso wie bei White Day. Ich kann auch kein Englisch vorlesen. Eigentlich kann ich es, aber wenn ich dann... Hi. Wenn ich dann irgendwie wirklich... selber aufnehmen, also dann aufnehme, dann kann ich gar nichts mehr. Ich kann nicht sprechen, ich kann kein Englisch, ich kann einfach nicht vorlesen, ich kann gar nichts. Ich bin einfach nur unfähig und inkompetent. Ja, so ist das. Mit dem Pilz, hi. Ach ja, ich wollte mal Knirsche ausprobieren, wie das so ist. Pestpilz. Ja, so sieht doch aus. Pi sagt, einen Feind mit messerscharfen Eiszapfen. Joa, Knirsch. Oh, das ist stark. Das ist stark, das finde ich cool. Moment, machen wir nochmal. Kämpfen und dann zaubern, nehmen wir Knirsch. Wenigstens haben sie jetzt nicht immer hier so gleich so Eis oder so oder Eiszapfen, sondern mal so andere Sachen. Das finde ich ganz cool. Außer Heilung könnte auch einfach so heißen wie, weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein. Heilkraut! Okay, so, es wird langsam dunkel. Wir werden jetzt uns langsam dorthin... Nein, dich kenne ich schon. Wir werden uns noch auf jeden Fall richtig umschauen. Erst möchte ich nach Stinsbruck. Und er leuchtet überall was. Und wir halten einen Coagulans. Coagulans, was ist das denn bitte? Was ist ein Coagulans? Also das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Und nochmal ein Coagulans. Yay, und wir sind in Himmels. Nein. Ich meine in Stinsbruck. Was auch sehr schön aussieht. Also es scheint schon eine größere Stadt zu sein, auf jeden Fall.
Du. Warum ich das mache, warum auch immer. Oh yeah. Hey Tekla, alles klar? Du bist doch nicht einfach nervös, Süße. Ich fürchte schon. Wie soll denn ein so junges Mädchen wie ich eine derart große und bedeutende Herberge übernehmen? Und alle anderen werden sich genau das gleiche fragen. Kann schon sein, aber ich verlasse mich auf meine Instinkte und du solltest das auch tun. Du kannst es wirklich schaffen, Tekla. Wirklich? Achso, wirklich, mach dir keine Sorgen. Wenn du meinst. Jetzt stelle ich dir deine neuen Kollegen vor. Ich möchte auch... Hey Leute, ich bin zurück! Und ich habe einen leuchtend hellen Hoffnungsschimmer mitgebracht. Sie ist voll schüchtern, geht so rein. Oh ja, Das wird bestimmt lustig. Los, folgen wir ihnen, um zu sehen, wie Tekla sich hält. Ja, tschüss Stella, tschüss. Also ich finde die Türen immer viel zu klein, also. Also wirklich, Hilda, was hast du dir denn dabei bloß gedacht? Soll dieses kleine Mädchen etwa die Herberge führen? Willst du den Laden vielleicht endgültig beerdigen? Jetzt beruhig dich doch, Resi. Ich habe doch nicht irgend so ein Mädchen von der Straße aufgegabelt, um den Laden zu schmeißen. Tekla sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber das Gastgewerbe liegt ihr im Blut. Die bringt die Bude wieder auf Vordermann. Hast du sowas nicht auch gesagt, als du mich hier angeheuert hast? Und hast du nicht auch gesagt, du ziehst los, um den Kerl zu finden, der diesen Laden ganz gewiss vor dem Ruin rettet? Tut mir leid, aber ich bin nicht allzu sehr davon überzeugt, dass es sich bei ihr um diesen Kerl handelt. Aber sie gibt mir doch wenigstens eine Chance. Ihr werdet niemanden finden, der härter arbeitet als ich. Und ich habe alles über die Herbergsführung von meinem Vater gelernt. Du bist also die Tochter eines Herbergswirts. Oh. Mann, und jetzt bist du hier, um deinen Papa stolz zu machen, wie? Das ist ja sehr ehrenhaft. Aber zum Führen einer Herberge gehört schon mehr, als nur aufzutauchen und viel zu versprechen. Und du kannst uns viel darüber erzählen, was dein Papa dir alles beigebracht hat. Wir kennen ihn ja nicht einmal. Aha, eine Herausforderung. Darauf haben wir gewartet. Zeig ihn, ihr Süße. Ach so. Was soll ich jetzt zeigen? Ach, den hier? Tekla holt den Herbie raus. Moment, diese Trophäe. Ist das etwa... Ganz genau. Der Herbie für herausragende Herbergsleute, verliehen vom König Bartus höchst selbst. Und Hicks sitzt immer noch Zweifel an seinen Fähigkeiten und in Tekla hier fließt das gleiche Blut. Nicht übel, oder? Richtig hammergeil. Die Tochter des Herrn der Herbergen, das ist ja unglaublich. Ach, schon gut. Kein Grund, Kratzfüße zu machen oder so. Haha, Kratzfüße. Jo, Leute, was geht? Oh, Ness, ihr habt euer Versprechen gehalten und besucht uns. Und das jetzt schon. Ja, wir waren die ganze Zeit hinter euch, also wir haben mich voll gestalkt. Aber wir sind leider selbst gerade erst angekommen. Wir können doch gar keine Gäste bewirten. Nur die Ruhe, Süße. Ness möchte bestimmt nicht lange bleiben. Ihr seid doch hier, weil ihr euch Sorgen um Tekla macht, oder? Ihr wolltet sicher sehen, wie es ihr geht, nicht wahr? Und ihr wolltet nur zu gerne helfen. Aber ihr versteht leider rein gar nichts von der Herbergszukunft. Zukunft, so ungefähr. Was wäre nun, wenn es da wirklich etwas gäbe, bei dem ihr aushelfen könntet? Hilda, was redet ihr denn da? Also, soweit ich es beurteilen kann, hat Nessa ein Talent dafür, allen möglichen Leuten zu begegnen. Wenn sie also ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren könnte, hätten wir bald die Hütte voll. Hilda, um so etwas können wir Nessa doch nicht bitten. Die Herberge hat doch nichts mit ihr zu tun. Tja, es ist natürlich auch ein Talent, die Leute dazu bringen, einem zu helfen, Süße. Gut, dass du dieses Talent hast. Wenn es nichts Besonderes zu tun hat, dann nimm doch einfach ihre Hilfe an. Du kannst sie gebrauchen. Da habt ihr vielleicht recht. Würdet ihr uns also helfen, Ness? Ich kann doch einfach eiskalt Nein sagen. Weil ich einfach so ein herzensguter Mensch bin und einfach diese Liebe schon aus meinem Herzen raufstrahlt, sage ich einfach ja. Es stimmt schon. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass ihr die Leute magisch anzieht. Ich habe doch gar nicht diese Eigenart unwiderstehlich. Okay, schon gut. Ich danke euch, Ness. Das weiß ich wirklich zu würdigen. Ja. Kann man hier nicht irgendwo... Moment, ich muss mich kurz umgucken. Nein, noch nicht. Okay, das machen wir nachher. Okay, schon gut. So, dann werde ich mal ein paar Leute hierher bringen, was? Alles klarchen. Machen wir wohl gleich mal. So, Leute ansprechen, follow in. Hier. Willkommen in Stinsburg. Ich würde euch ja einen angenehmen Aufenthalt wünschen. Das ist gerade schwierig. Wir werden nämlich von einem schwarzen Ritter bedroht. Da müssen alle, auch die Besucher, sehr aufpassen. Oh, das tut mir sehr leid. Schwarzer Ritter. Hm?
Das ist der Erdrutsch, da ist der Erdrutsch verschwunden und man denkt, alles ist gut. Und nun das! Was los ist? Na, schaut euch doch nun mal das Schild da an. Vom Regen in die Traufe. Mhm. Das liest das Schild. Ein geheimnisvoller Ritter in schwarzer Rüstung versetzt unsere Stadt in Angst und Schrecken. Wer's wagen will, gegen ihn anzutreten, möge zur Burg kommen. Wir nehmen jeden. König Bartes von Stensburg. Kann es irgendwie sein, dass ich noch irgendwie mit den Reben muss, damit ich das machen kann? Oh, da kommt der Krankenwagen. So, ich schon weiß, was passieren würde. Hallo. Ah, ein Abenteuerkollege, wie ich sehe. Dann darf ich euch vielleicht einen kleinen Rat geben. Brauche ich nicht zu vielen Kämpfen aus, sonst erklimmt ihr niemals neue Stufen und irgendwann werdet ihr das bereuen. Und vergisst nicht, dass die Monster sich selten angreifen, wenn ihr steht. Eine einfache, aber effektive Taktik. Es wird also gar keinen Grund herumzulaufen wie ein kampfloses Huhn, nicht wahr? Lady? Wenn ihr einen Gegner mit einem Zauberstab trefft, könnt ihr ihm MP entziehen und damit eure eigenen auffüllen. Das ist äußerst nützlich für... Hallo. Dann ist jetzt wohl an der Zeit, dass ich euch zeige, was ich kann, Nessen. Hallo, habe ich euch schon in meinem Heldenhort willkommen geheißen? Hier könnt ihr neue Gefährten kennenlernen. Also, was kann ich für euch tun, mein Schatz? Freund anheuern. Ihr möchtet also einen neuen Gefährten beantragen, ja? Wonach sucht ihr denn genau? Das ist die Frage. Wir sind selber im Bade. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Brauchen wir einen Priester? Brauchen wir einen Zauberer? Ja. Auf jeden Fall mache ich erstmal... Wollen wir eine Priesterin? Ja, wir wollen eine Priesterin. Eine weibliche Priesterin machen wir. Die ist ein bisschen kleiner. Hat, ich weiß nicht, was für Haare. Priesterin. Oh Gott, es ist gerade so schwierig, irgendwelche Haare zu nehmen. Und ich glaube, ich nehme die. Und dann vielleicht in... Oh Gott, es ist gerade echt schwierig, sich irgendwas rauszusuchen. Vielleicht so ein bisschen in... So ein hässliches Lila. Machen wir einfach mal... Das da und dann noch ein bisschen heller. Und... Augenfarbe. Machen wir mal so weiße, so helle, oder? Ich finde weißen eigentlich hell. Auf jeden Fall möchte ich einen Moment. Moment. Ich nehme mal ganz kurz zurück und ich gucke mal ganz kurz nach den Haaren. Welche ihnen dann besser stehen werden. Aber ist gerade echt schwierig. Ich glaube, ich schneide das einfach raus.